Ja, unterhaltsam wird es heute nicht, sondern nur produktiv. Wir werden heute richtig ranschaffen, schaufeln, Klötzchen backen. Ich habe ein Gedicht. Balliste, Balliste, wo bist du? Niemand verstanden, was du meinst mit der Balliste. Das Wieso? Ist schon Tage her. Dass die Leute, glaubst du nicht, dass die Leute den ganzen Tag durch die Gegend laufen und denken, oh, werden sie es schaffen, die Balliste zu finden und zu überwinden? Überliste die Balliste? Du bist in deiner eigenen Welt, Nils. Du hast immer noch keinen Ballisto gekostet. Ja, weil du mir diese Woche schon wieder keine mitgebracht hattest. Ich hatte dir letztes Mal gesagt, bring mir doch zu dieser Session, die natürlich komplett überhaupt nicht im Anschluss an die vorherige aufgezeichnet wurde, hab ich dir gesagt, bring mir doch mal deine Ballisto-Portfolio mit. Hast du nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Wir werden heute gegen den Urfeind des Menschen angehen, die Balliste. Mhm. Und wir haben dazu dieses große Areal hier erschlossen. Wir sehen schon irgendwie Rennfreund Rudi da hinten. Rennfreund Rudi. Der schon wieder mit seinem ja. Wheel am Start ist. Aber ich weiß nicht, wo ist denn diese Balliste eigentlich? Ist sie da oben? Oder? Aber die knallt da oben gegen die... Gegen diesen Baum. Also ja, der Baum gibt mir... Warte mal, da oben habe ich irgendwas gesehen. Da bewegte sich was in der Dunkelheit. Oder habe ich das? War das der Regen, der von meiner Nasenspritze perlte? Ich weiß es nicht mehr. Aber wir müssen auf jeden Fall den Gang lang. Ich fände es übrigens sehr lustig, wenn diese riesige Balliste bedient werden würde von einem riesigen Basilisken. Mhm. Das wäre die Basilisken-Basilisken. Das kann man gar nicht mehr aussprechen. Basilisken. Wenn der jetzt noch einen Kräutergarten hätte, ja, wo er ein bisschen Basilikum anbaut, dann wäre das der Basilikumgarten des Ballisten-Basilisken. Ja. Ja. Vielleicht, wir wissen, wie ey, vielleicht ist das ja wirklich so. Aber ich würde nicht stehen bleiben. Ah, nee, doch, das ist gut. Da bist du safe. Der Baum schützt dich. Meinst du, die Typen. Warum habe ich jetzt keine Pfeile? Hast du? Du musst nur zielen mit L1 dann noch. Wir zielen noch. Das tust du nicht. Ey, ich bin jetzt hier aus der Hüfte. Ist das jetzt so ein persönliches Ding, dass du dir sagst, ich will es euch allen zeigen, ich gehe diesen Holzweg zu Ende, koste es, was es wolle. Manchmal muss man als Bogenschütze auch Holzwege ja. zu Ende gehen. Ah, oh, das kann doch nicht sein! Der war knapp. Oh! Aber du änderst ja auch nicht mal irgendwie deine Position. Ich ändere nur die Kamera, ne? Ich bin auch bescheuert. Ja. Aber als ich es mit R2... Aber R2 geht nicht. Nee, jetzt hast du keine Pfeile auf R2 ausgerüstet. Nein, aber du musst L1 drücken. Ja, und jetzt kannst du schießen. Und es gibt zwei Köcher. R1 und R2 sind zwei unterschiedliche Köcher. Du hast natürlich beide angelockt. Er kommt zu dir jetzt, ne? Sich unfassbarer Damage, der hier gerade entsteht. Ja. Ring, ding, 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 ding. Jetzt kommen sie an. Meinst du diese Typen? Ich glaube, das hatten wir schon neulich schon mal besprochen. Glaubst du, das sollen Geräderte darstellen? Ja, ja, haben wir schon besprochen. Haben wir schon besprochen, aber ne? Ohne Ergebnis. Ohne Ergebnis. Aber wenn das Geräderte sein sollen, ne, dann sind die ja völlig falsch dargestellt, weil denen wurden ja die Gliedmaßen erstmal zerschlagen mit dem Rad. Warte mal, das ist ein Mana-Schuss, der Mana kostet? What? Oh nee, krass. Irgendwas hast du gemacht, was ich auch nicht wusste. Wie unmotiviert dieser Pfeil, weil er so rausgeschickt wird. Und er ist es ihm auch egal, er spaziert da mit seinem fucking Rad einfach. Lalalala. Das Schwerste, was ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe. Ja, das klappt, glaube ich, nicht. Ja, geh ihm doch ein bisschen entgegen, tu ihm doch den Gefallen. Aber was ist mein Spielraum? Du kannst einfach laufen, oder? Du bist schon irgendwo, da musst du wahrscheinlich lang. Da ist auch ein Item noch. Es dreht sich. Oh, Homeward Bone, okay. Guck mal da. Die ist richtig, richtig wütend, die Balliste. Ich kann diesen Fels richtig riechen. Diesen nassen Felsen. Toll. Was ich als ist das? Bergsteiger kann das natürlich auch wertschätzen. Aber erklär mir doch mal, was das für Felsen sind, so schwarze. Wie nennt man die?
Graphit-Felsen oder wie heißen die? Das sind die Bogensbäumer Sterne. Bogensbäumer Sterne? Ja. Der Felsen heißt Bogensbäumer Stern? Ja. Ah. Und ist das ein Stern, der von Max Bogensbaum entdeckt wurde? Nee. Vielleicht, ah, warte. Das ist halt so eine Lokallegende. Nee, ich weiß, wie das war. Und zwar, das Weltall ist ja schwarz, ne? Und die Sterne leuchten im schwarzen Weltall. Und wenn du sagst, für mich sind nicht die Sterne, sondern das, was außerhalb der Sterne ist, ist mein Stern. Und das glaubt Max Bogenshauen, wie heißt sie? Bogensberger. Max Bogensberger hat sozusagen gesagt, die Schwärze ist mein Stern. Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr schön. Jetzt kommen nochmal die Ninja Freaks, der Ninja Jürgen, der einmal einen Bushido-Kurs gemacht hat und jetzt denkt, er wäre der Beste. Ah ja, so wie, schade, dass ich mich mit Rap nicht auskenne, sonst könnte ich irgendeinen geilen Rap-Reference-Gag machen. Der hat wirklich diese... Wie hießen die nochmal? Game of Thrones ist einfach so irrelevant leider geworden durch die letzten Staffeln. Dothraki. Ja, diese Sichelwaffen. Ja. Ergeben die denn Sinn eigentlich, diese Waffen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie in gewisser Art und Weise funktionieren kann. Ja, der hat immer diese wahnsinnig weiten Bewegungen, wo man schlecht dahinter rollen kann. Ja, man muss an ihnen dranbleiben. Gelbes Kanarienkäfig? Was? Gelber Kanarienkäfig, ja. Da oben, glaube ich, in der Mitte die 5 gelben Hügelchen in der Schachtel. Stärkt für übrigens die Blitzschadenminderung. Ah. Nämlich. Was? Warum? Ja. Wo ist denn hier ein Blitz? Oder ist wieder unser Skeletti? Es ist wie Wirbli. Wirbli. Oh. Irgendwas will er uns sagen. Ja, oh, schade, es fehlen ihm. Hey. Ich brauche auch gar nicht. Ey, bleib, wo du bist. Wirbli. Der nächste Kampf läuft besser. Ja. Zum Glück sind wir jetzt gegen Blitzschaden gewappnet. Hallo. Buongiorno. Buongiornchen. Er hat nämlich nur eins. Ah, da hat der die Ninja-Sterne. Okay, der mit 2 hat keine Ninja-Sterne. Warum visiere ich die immer ab? Ja, immer dranbleiben, das ist gut so. Lass ihn ins Leere tanzen. Sehr gut. Aha! Alter, das ist richtig imposant. Da ist sie doch. Boah, die hat was Erhabenes. Größe ist einfach immer beeindruckend. Boah. Okay. Hat doch im Zweiten Weltkrieg diese Eisenbahn-Artillerie. Ja. Einfach die größte Artillerie. Alter Schwede. Ist das der Basilikum-Bernd? Das ist Boba Fett. Der sieht aus wie der Typ oben auf dem Turm mit dem Pfeil und Bogen. Weißt du noch? Ja. Aber hier muss doch noch jemand sein, der bedient. Oder ist die auf Autofire gestellt? Die sind ja alle schon tot, die Bediener. Wer bedient die denn, wenn die Bediener tot sind? Da muss da irgendwo ein Hebel oder so sein. Irgendwas muss man noch hier ausschalten können. Das? Ein Altar mit einer Kerze? Ah, da! Ebel. Ja, aber warte mal. Wer hat die denn jetzt bedient? Die Ninjas doch nicht. Hat die automatisch Bewegung getrackt? Das kann schon sein. Kann man da was machen bei diesen Altaren? Nee. Man muss die doch bestimmt abschießen können, oder? Damit man jetzt irgendwas anderes aufbrechen kann. Das war's jetzt. Irgendein Gang... Ja, irgendwie sowas, dass man die Waffe gegen die verwenden kann, oder? Na, wir haben sie ja gegen diesen Lindwurm. Ja, gegen den Titanitwurm. Ja. Immerhin schon, aber krass, ey. Ja, irgendwie ist die auf Homing gestellt. Wie ist Und jetzt kann ich die wieder anmachen, oder? Das weiß ich nicht.
Von der anderen Seite wenden wahrscheinlich, ne? Tatsächlich. Das ist hier lustig. Und jetzt ist sie wieder an. Die scheint wirklich vollautomatisch zu funktionieren. Erstaunliche Technik. Oder? Also allein die Zielerfassung ist ja ihrer Zeit weit voraus. Und offensichtlich waren die auch völlig obsolet. Die wurden gar nicht benötigt. Die haben gedacht, so, ja, wir sind hier das Operationsteam für diese Basiliske. Wir wurden ausgebildet über mehrere Jahre. Mich jetzt hier runter gefahrlos? Ich glaube ja. Vielleicht nimmst du Schaden, aber das sieht mir aus, als wenn man das überleben kann. Oh, okay, mehr Schaden genommen als gedacht. Da geht's noch weiter, ja. Da sind natürlich jetzt noch Items, ne, in dem Becken gewesen, oder? Haben wir die alle gesnackt? Weil jetzt können wir gefahrlos da rumlaufen. Ich würde gerne erstmal zum Obelisk. Zum Bonfire, oder was? Zum Bonfire, ja. Obelisk, Alter. Aber findest du das nicht auch irgendwie geil, dass man jetzt in diesem Becken so völlig befreit rumlaufen kann? Ja, total. Das Gefühl, weil man kennt das nur so panisches Rumgehetze. Und jetzt können wir das alles in Ruhe uns mal angucken. Ganz entpanik bin ich noch nicht, weil ich nochmal, wie gesagt, gerne zu dem Adamantit-Schrein gehen würde. Aber jetzt kann man hier natürlich ins reingreifen. Saftige Beute machen. Oh! Oh, die große. Gut, aber ist natürlich nett, dass die Basiliske jetzt ausgeschaltet ist, aber wirklich weiterbringen. Schild des Versagens? Das klingt wie ein Schild für uns. Aber war es echt ein Schild? Schild des Verlangens. Verlangens. Okay, drück mal bitte X. Da steht, was das kann. Hat mehr Gewicht. Robustheit. Ist schwächer gegen... Besser gegen Dunkel. Hat mehr Haltung, was ich gut finde. Haltung ist wichtig heutzutage. Mhm. Aber wir haben nicht genug. Aber drück mal, nee, geh nochmal rauf bitte. Und drück mal jetzt X. Nee, nicht nur X zum Lesen einmal, genau. Fertigkeit und Waffenfertigkeit. Das Ausrüsten dieses Schildes in der linken Hand ermöglicht das Ausführen der Fertigkeit der Waffe in der rechten Hand. Was bedeutet das? Das heißt, jede Waffe kriegt noch eine neue Fertigkeit dazu, oder was? Das Ausrüsten dieses Schildes in der linken Hand ermöglicht das Ausführen der Fertigkeit der Waffe in der rechten Hand. Das du hast es jetzt ausgerüstet, auch das Schild, ne? Aus der Versehen. Fertigkeit. Das ist das auch, das was du gerade jetzt hast. Aber das ist ja eigentlich zu schwer für mich, oder? Ja, weiß ich, muss noch mal gucken. Doch, das ist zu schwer für dich. Das ist auch so ein rotes X, ja. Das hatten wir, glaube ich. Ist das... Kannst du noch mal gucken, bitte? Ich glaube, hatten wir das ausgerüstet gegen den Dämonen, weil es so Feuerwiderstand hat? Ich glaube, wir hatten nämlich vorher das Graswappenschild. Was hat nämlich die Ausdauerregeneration? Das links daneben, also ganz unten links. Das hatten wir nämlich. Das ist das mit Ausdauer. Ja, und Drachenwappen ist das mit... Nee. Genau, das ist das... Aber bei physisch ist es auch schlechter, oder? Ja, das ist ein bisschen schlechter, aber wir benutzen es ja kaum. Mhm. Und wenn du halt eine Ausdauerregeneration hast. Okay. Okay. Aber wo willst du jetzt eigentlich nochmal hin? Zum Bonfire. Genau, okay. Und gehen wir dann nochmal da runter eigentlich? Haben wir da jetzt alles geholt? Was war da noch irgendwas? Auf jeden Fall haben wir... Doch, klar, wir müssen den anderen Weg ja nochmal gehen. Natürlich. Wir sind jetzt ja runtergelaufen und haben da diese Katakomben gesäubert. Aber oben lang noch nicht. Da müssen wir noch weiter. Wir könnten aber einmal, bevor du weitermachst, wir können einmal, wenn du Lust hast, zurück und einmal upgraden. Das Schwert upgraden. Upgrade. Aktiviert. Ich finde es seltsam, dass wir nur 3100 Mark haben. Ich habe das Gefühl, wir haben mehr verdient. Wir haben viel liegen lassen. Wir haben viel liegen lassen. Mhm. In diesen ganzen Ritzen und Rinnen, da ist viel Kleingeld reingebunden. Ach, du hattest ja auch gar nicht meine Seelen geholt, die ich bei den Ratten verloren hatte, ne? Stimmt. Ja, das kann sein. Guten Tag. Ah, well met. 'Tis good to see ye in good. What needs smithin this day? Waffe verstärken? What needs smithin? Gut.
Da warst du schon durchs Testen. Ja. Plus 6. 171, wow. 97. Ah, jetzt nehmen wir Brockenbaum jetzt. Pretty be careful. Moment, jetzt brauchen wir eine andere Art von Werbung. Ja, Titanic Brocken. Also auch dieselbe Waffe muss man irgendwann... Jetzt hat die Waffe aber die Schuppen übersprungen, oder was? Nee, ich glaube, die haben... Also es gibt, weiß ich nicht, 10 verschiedene oder so. Whatever, ich weiß nicht, wie viele. Und jede Waffe hat ihren eigenen Entwicklungsbaum. Aha. Und dann gibt es natürlich Waffen, die gleichen Mineralien brauchen. Und manche brauchen unterschiedliche. Was ja ganz gut ist, so dass du kannst wahrscheinlich dann pro Typos... Musst du dir so einen aussuchen? Ja. Aber kannst theoretisch auch zwei oder so nebeneinander leveln, weil die unterschiedliche Arten von Steinen. Aber unsere kleinen Scherben haben wir jetzt gar nicht verwendet, ne? Oder? Da haben wir gar keinen Abnehmer gefunden. Ist eher so für die ersten Level, glaube ich, die kleinen. Da haben wir halt jetzt viel von bekommen. Ja, aber im Endeffekt, Flakons zweifach verstärkt und jetzt die Waffe auch nochmal verstärkt. An der Ausrüstung liegt's nicht. Das ging schnell. Der Typ ist deine Nemesis, oder? Dinge, ich check den leider nicht. Haben mich jetzt auch die anderen Sonnen getroffen oder war das jetzt wirklich alles von ihm? Also da war noch hinten noch gegenüberliegend auf im Balkon oder was, glaube ich, da war auch noch jemand. Kurz zu meiner Verteidigung. Ja. Wir haben jetzt natürlich auch nicht mehr den Feuerresistenzschild, ne? Immerhin hattest du mal eine Verteidigung. Na? Das stimmt, da hast du wirklich recht, aber hast du das Schild überhaupt benutzt? Ich versuche immer hinter den zu kommen. Bleib nah an ihm dran, dann macht er nichts. Der kann ja nur nach vorne schießen. Ja, aber ich kann ja nicht auf ihn zu, weil dann... Ja klar, rollst du einmal unter ihn durch. So, und jetzt von hinten, wandel den wie ein Boss. Stell dir vor, das ist ein Boss. Das kann ich nicht. Guck mal, gar kein Problem. Nein, den brauche ich doch nicht. Aber da ist nämlich auch noch ein Loch. So, aber jetzt, unten haben wir alles, oder was? Ja, es sei denn, guck mal von da runter, ob da noch ein Gang ist, auf der Seite. Ist da noch ein Gang? Nee, also ist hier unten meine ich. Ist unten noch ein Gang? Da, guck mal, da ist noch ein Gang, oder? Ist das... Nee. Das hier, Band? Hier links rein. Links unten jetzt quasi. Ja. Weil das würde, wenn da nichts mehr ist, müssen wir auch nicht mehr hin. Aber waren wir da schon? Nee, ich weiß nicht, ob da überhaupt ein Gang ist oder ob das eine geschlossene Mauer ist. Deswegen dachte ich, du kannst von oben einmal runter gucken. Weil rechts lang haben wir die Gänge ja quasi schon geholt. Da geht's da noch unten weiter, meine ich. Hinter dem Torbogen. Da unten. Oder ist da zu? Ist zu, ne? Da waren nämlich diese... Was, ja. Da waren diese untoten Knochen. Als ich da von dem Typ in die Falle gelockt wurde. Und da ist uns überall zu. Das heißt, da müssen wir ja nicht nochmal hin. Aber oben sind wir ja auch schon... Nee, oben nicht. Da sind wir immer gestorben. Wir sind dann irgendwann unten lang gegangen. Genau, da war dieser Köderkurt. Genau. Jetzt kommen gleich diese drei Heinis hier links. Naja, das waren die Kopferpreiser. Ja, wieder. Genau. Und die... Ja. Hui, hui, hui. Eieiei. Ein bisschen wie Corona, ne? Einfach echt Abstand halten. Was ist denn mit einer Atemmaske? Die auch 5-mal zuschlägt, ne? Einfach hinter ihm. Oh, vergiftet. Ah, da muss ich nochmal zum Bonfire, oder? Warte mal. Beobachte mal deinen Balken. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, es reicht. Wenn du jetzt noch nichts... Ah, du verlierst noch was. Okay, ja gut, dann geht's zum Bonfire. Du bist ja noch nicht so weit gekommen. Ja, alles sehr gut. Meinst du, wir können irgendwann mal eine neue Klamotte eigentlich... Ich hab das Gefühl, wir haben voll lang schon dieselbe Klamotte an. Ja, das ist Stoffrüstung irgendwie, ne? Ah, na gut, wir sind ja... Ja. Wir sind ja Dieb, ne? wir sind ja gar nicht so der schwer gepanzerte Panzerreiter, Ritter. Jetzt hat er
ohne Motivation einfach umvisiert auf die Sonne, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Niemand versteht dieses Visiersystem, kann mir niemand sagen. Ah, gut. Stark. Noch ein Item. Wie kann man hier richtig farmen? So klein schon. Wie sie nur bräuchten. Mhm. Vielleicht kann man dann so drei kleine zu einer großen umbauen. Oh, das wäre natürlich super. Aber. Was sind die Typen, ja. Vermutlich ist schwierig. Natürlich Zukunftsmusik. Ja, da musst du deine Taktik überleben. Da könntest du zum Beispiel einen mit einem Bogen mal rauslocken oder sowas. Dass du da nicht in die Brut rein läufst. Ja. Ich merke schon gerade, da hat dich der Frust in den Nacken gebissen. Er hat mich. Der kalte Biss, Frustbiss in den Nacken rein. Aber ich glaube, mit dem Feuervogel komme ich jetzt so ganz okay klar. Das ist doch gut zu hören. Auch wenn es mir immer noch schwerfällt. Ich weiß, es ist langsam langweilig, aber ich krieg ihn nicht an, wie es hier. Ich will eine Compilation, wie oft du das schon gesagt hast, in diesem Kill. Und eine kleine Titanitscherbe. Yes. Der ist wirklich zu 100% fast. Oh, wir haben ja auch viel Luck. Jetzt hol doch mal an. Das stimmt. Statt Bogen. Nee, lass mich erstmal diese. Okay. Na gut. Einmal noch auf den Boden hauen. Mal eine Ansage machen. Ja. Da muss man die auch gar nicht machen, vielleicht kommen die gar nicht raus. Ich raff diesen Bogen gar nicht. L1 ist Visieren. Und mit R2, guck mal, du hast unten links, siehst du die 98? Ja. Das ist der eine Köcher. Ah. Und die 0 ist der andere Köcher. Hm. Und du hast jetzt, also R1 ist quasi der linke Köcher und R2 ist der rechte Köcher. Oder umgekehrt, weiß ich nicht. Und mit L1 zielst du. Genau. Dir noch einen raus, mit Pfeil und Bogen. Und dann machst du die einfach der Reihe nach. Falscher Köcher. Musst die andere R-Taste nehmen. Du bist im falschen Köcher. Und dann erst L drücken. Ja. Was? Wer war das? Das ist schwierig. Ich meine, das Ding ist, ich bin ja Bogenschütze, ne? Also ich habe ja in der Jugend viel Bogensport betrieben. Ja. Deswegen, ich kenne mich ja grundsätzlich aus. Deswegen ist es dann einfach anders als tatsächlich Bogenschütze. Ja, das kann ich verstehen. Dass es das dann noch eher schwieriger macht, weil du dein Muskelgedächtnis überlisten musst. Ich habe halt so viele Muscle Memory Reflexe da drin. Vorsicht, wenig in den Giftalarm rein. Giftalarm. Da kommt er, man sieht schon seine gierigen Trippelschritte. Hau ab. Und jetzt haben wir zwei verschiedene Gifte, oder was? Ja, aber das ist okay, glaube ich jetzt. Die sind noch nicht über den Balken. Das ist nicht schlimm. Erst wenn die voll ausgeführt sind. Ja, der will nämlich dich wieder ankotzen. Das ist so ein Schamane oder so. Glauben die was? Nee. Ja, aber jetzt hast du die, glaube ich, alle gemacht, ne? Okay, aber das ist beides Giftschaden, aber unterschiedliche Gifte. Also nicht einmal Fluch und Gift, sondern. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es kann auch sein, dass das eine Fluch ist. Kann auch gut sein. Fluch hatte immer so dieses Geistergesicht als Symbol, glaube ich. Stimmt. Da, ich habe da mal drauf gestiert. Da wirklich das mal angestarrt eine Weile und da kann ich mich. Ja, das kann gut sein. Ja, genau, der wieder. Ja. Da hat er gegrabbelt. Gut. Und er hat eigentlich gar keinen Bock. Oh. Ah.
Und wie viele von diesen kleinen Scherben hier? Das ist wieder so ein Götzen von denen. Ja. Dann scheint das gar nichts so Besonderes gewesen. Stopp. Guck mal noch an die Decke. An die Wand. Über dem Item. Da, ich hab's doch gesehen. Guck, Vorsicht. Ach so, das war die Falle. Ja, war mal Pfeil und Bogen. Ich hab ihn noch in den Augenwinkeln, hab ich ihn noch gesehen. LB, drück. Ich treff den. Ich wette dagegen. Oh, gut. Da war Klumpen. Ja, das willst du jetzt durchziehen? Gibt's nix, ne? Haben wir den eigentlich jemals geupgradet, den Bogen? Ne, haben wir nicht, ne? Vielleicht können wir den Bogen mit Client Titanic nicht upgraden. Das ist, glaube ich, der schlechteste Bogen in ganz Estos. Wirklich? Estos? Wie heißt denn die Welt, in der wir sind? Estoros. Ja, es ist Estoros. Also nicht Azeroth, nicht Avalon, sondern Esteros. Genau. Gut. Und das Spiel heißt Game of Thrones. Das sieht man ja auch in diesen Einrädern. Das sind ja Rhone-Räder. Und... Oh. Der hat sich aber auch versteckt. Das sind meine absoluten Lieblingsgegner. Die haben was, ne? Das sind die Besten. Oh, Loch. Steinerte Hansels. Okay, wo geht's da? Ist das jetzt der Ratten? Nee, oder? Völlig verwirrt. Aber da kommt man rüber, oder? Wie viele Ziegel sind's? 1, 2, 3, 4, 5. Was lehrt uns die Lava? Probier's halt. Probier, aber mach einmal den Übungssprung, oder? Nee. Ja. Nee, okay. Alles klar. Oh, geil, sind wir wieder hier. Ich weiß, wo das ist. Das ist da unten. Da waren wir schon. Oder? Ja, ja. Ja, und jetzt ist alles gefloppt, oder was? Nö. Jetzt kannst du... Läufst du zurück. Ist das zurück? Ja. Ah ja, doch, guck, ich kenne mich mittlerweile auch ein bisschen aus. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Wo bin ich denn eigentlich? Man sieht dich nicht, weil du rollst. Achso. Aber das konnte man schon, in dem Moment, wo du in den Gang reingelaufen bist, der ja verstopft war, wusste man schon, was passiert. Ich bin verloren. Aber ich werde auch erst ab März wach. Ab März? Erst bis dahin bin ich echt immer so. Ja, ich verstehe. Voller Waffeln. Mm. Ich krieg immer so zu Weihnachten so diese riesige Mana-Waffel. Was ist das? Das ist so eine Mana-Waffel mal 18. Also so eine große Mana-Waffel, die aus 18 Packungen Mana-Waffeln besteht. Sind so 3 mal 3 mal 2. Sind diese Mana-Waffeln die am Ende immer so eine schwarze Schokoglasur? Nee, welche sind das? Nein. Das sind diese Neapolitaner-Waffeln, so diese dünnen Waffeln mit so Nougat. So oblatenartige Sachen. Ach nee, du weißt doch, was eine Mana-Waffel oh, ist. Ach nee, jetzt weiß ich, welche das sind. Diese, ja, so lange Dödels in der Mitte, so eine braunisch-Kakao-Schicht. Nein, ach so, was heißt Mitte? Das sind so mehrere Schichten. Ja, und da gibt's so einen Hersteller, der. Mana. Der hat so eine. Fast wie der Pullover von der Farbe her. Genau. Ja. Ja. Ja, okay. So. Und da kriegst du so riesige... Du trägst Mana-Merch und hast keine Ahnung, was es ist. Und du kriegst so riesige... Unglaubwürdiger Testimonial. Ja, und die sind ja brutal, diese Waffeln. Weil die sind ja so dicht gezwängt mit so viele Kalorien pro Kubikzentimeter haben diese Waffeln ja. Eigentlich und wenn du davon halt mal so 4, 5 am Tag dir reinquetscht, bist einfach wichtig, also erledigt für den ganzen Anfang des Jahres. Deswegen, die hast du gegessen und deswegen bist du ab März erst wieder sozusagen. Ja, deswegen, mein Körper braucht jetzt, er hat mir so eine Mail geschrieben, Push-Nachricht, du, Überlastung im Verdauungstrakt, wir brauchen bis März. Ah, okay. Das ist aber nett von deinem Körper, dass er das direkt so, weil oft weiß man nicht, woran es gelegen hat. Doch, ich hab eine sehr gute Kommunikation mit meinem Körper. Haben Sie das gesehen? Haben Sie beide, ne? Muss ich beide auf einmal platt machen.
kannst du einfach den Domhoff backstab. Ja, komm mal her. Ein Popo. Stark. So, wie viel sind da noch? Stark. Zwei, ne? Aber hätte man da drüber springen müssen, über dieses Loch, oder wie? Da habe ich eine Menge riskiert. Aber viel gewonnen. Ja, Zeit gewonnen. Okay. Rüberspringen über das Loch. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist wie das Lava-Ding. Es kann ja nicht sein, dass das einen halben Zentimeter schmaler ist und dadurch kommt man dann da. Ist das hier eigentlich? Nee, das ist dieselbe Chose. Ah, jetzt ist der wieder aufgeschreckt. Gehen wir mal schnell hier lang. Alter, ich hab zuerst geschlagen. Hast du es gesehen? Der ist in meinen Schlag rein. Ich dachte, ich überrasch den. Und der hat einfach gar keinen Bock eigentlich. Der möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Bock auf den Stress. Heilen müssen wir uns eben. Wir müssen auf Feuer heilen. So. Titanit. Wir haben bestimmt 137 Titanit-Scherben schon. Achtung, Lava. Falle? Können die sich jetzt. Guck mal, das macht. Ja, im Zusammenspiel sind die gut, ja. Oder? Ich glaube, das sind auch Verwandte. So entfernte Cousins oder so. Auf jeden Fall. Aber ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass die sich gegenseitig keinen Schaden machen. Ja, das ist ein Lavaklumpen. Natürlich nimmt der keinen Feuerschaden. Ah. Da muss man schon ein bisschen die Realität der Welt aufrechterhalten. Das muss schon sein. Das muss schon sein, ja. Das muss schon. Ja, okay, du hast völlig recht. Ein Lavaklumpen und ein zu Stein. Im Prinzip sind die ja beide. Der andere ist eigentlich nur ein abgekühlter Lavaklumpen, ne? Eigentlich ist alles nur kühle Lava. Jeder Stein ist nur kühle Lava. Oder Magma, je nachdem. Ist das so? Jeder Stein. Ich glaube, jeder Stein kann schmelzen erstmal, oder? Ich glaube, das ist nicht, dass nur manche Steine. Ich glaube, wenn es heiß genug ist, schmilzt alles. Ja. Aber gibt's dann auch gasförmigen Stein eigentlich? Weil wenn er schmelzen kann, warum kann er dann noch nicht verdampfen? Nicht auch, ne? Verdampfen, muss auch verdampfen, ja. Können. Das ist ja so ein Dampfstein. Dampfstein, das stimmt. Dampfsteinsauna. Ja, ich befürchte, das ist nicht, that's not the way. Aber man kommt dann von der anderen Seite noch. Vielleicht gibt es da einen Gang, dass man aus der unteren Ebene noch eine Treppe hat. Weißt du? Die wir übersehen haben. Weil das ist das gleiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, da kann man nicht drüber springen. Das ist das gleiche Loch, ja, man kennt das. Eine unsichtbare Wand. Ja, aber dann ist ja hier Feierabend. Das ist ja total dumm. Das Einzige, was uns das hier offenbart, ist, dass es ein Loch ist. Und dass es von der anderen Seite hier noch hingeht. Damit bin ich unzufrieden, ehrlich gesagt. Dieser ganze Weg, das ist alles. Aber hier, auch in dem Raum, gibt es keinen anderen Weg, ne? So. Haben wir eine Abzweigung vielleicht wieder verpasst? Würde uns ähnlich sehen. Ja, das kann gut sein. Oder dass man auf diesen Brücken da gehen kann? Könnte sein. Wir haben jetzt ja relativ freie Bahn. Wir können uns das jetzt einmal in Ruhe angucken. Sonst gehe ich noch einmal runter und gucke mir das unten nochmal in Ruhe an. Aber hier scheint mir nichts weiter zu sein. Da geht's halt runter. Hier diese Dinger meinst du, ne? Guck mal, da hinten ist nämlich auch noch ein Pfad, ne? Da. Ich guck mir immer in Ruhe mich hier nochmal um. Ja, okay, hier gibt's relativ viele sogar. Au. Das Gefährliche ist manchmal,
Wenn du noch irgendwas angewählt hast und willst aber nichts mehr angewählt haben, wird man das gar nicht so schnell los. Wirklich? Ja. Manchmal kann einem dieses Anvisierungstool im Weg stehen, meinst du? Ja, wenn man nicht rechtzeitig abvisiert. Wenn man den Fehler macht, nicht rechtzeitig abzuvisieren. Weißt du noch damals, als ich gedacht habe, ich kann mal von hier auf ihn raufspringen und dann bin ich gestorben? Ja, das war toll. Das war vor 2 Monaten, als wir in demselben Level, in demselben Bestelle hangen. Ach, diese Backsteps ist ein Traum von dir, Nils. Aber du machst das wie kein Zweiter. Dass die jetzt hier gar nicht so viel gebracht haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Da hat er seinen Fleischerball gehoben. Guck mal, wieder eine kleine Zitanitscherbe. Wo ist der andere Typ jetzt? Da ist noch einer da. Nee. Oh, er wechselt nicht immer. Oh. Da muss ich mich mal schnell abwählen. Ich muss mich mal kurz abwählen, das finde ich auch gut. Spiel. Oh, seine Lavabombe will es noch nicht wahrhaben. Aber da muss sie auch gehen, da wird sie mitgerissen. So, okay, jetzt sind die Typen weg. Jetzt können wir uns hier auch mal in Frieden, ganz in Ruhe umschauen. Das ist jetzt... Nee, warte mal. Guck mal, hier waren wir noch nicht. Ah, doch, hier waren wir schon. Noch ein Loch. Ja, das ist der Red Drop. Ja. Aber schau mal auf der gegenüberliegenden Seite, da war doch oben noch ein Weg, oder? Genau, ja, ja, absolut. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie eine Öffnung, die wir nicht gesehen haben. Aber ich bin ja hier einmal gestorben, als wir diese Knochen da geholt haben, da das oben. Sind alles Bauchkrampfstatuen, oder? Das ist genauso wie deine schwangere Botanikerfrau. Ja. Die rechts davon ist alles so... Oh ja, denen ist richtig übel. Ronald, der Bauchkranke. Das ist meine Statue, nur weil ich einmal Bauchschmerzen hatte? Ja. Naja, wir haben dich jetzt so in Stein gehauen. Ändert das? Ja, wie ändern? Das ist eine Statue. Ach, keine Ahnung, aber... Das ist echt ärgerlich, ja. Ja, das ist vergleichbar mit einer wirklich schlechten Fotografie, wenn du dann für alle Ewigkeiten im Jahrbuch dieses eine Foto hast. Ja, aber hast du halt am Tag des Gruppenfotos hast du Bauchschmerzen? Ja. Und du warst doch der mit Bauchschmerzen. Ja, ich hatte halt einen Tag. Oder eine richtig schlechte Frisur oder irgend sowas. Na, vorbei. Okay, also guck mal. Hier, also haben wir diesen Weg schon bis zum Ende galoppiert? Ja. Ich glaube, das haben wir alles schon erkundet. Ja, ja. Das sind noch Seelen von uns, das ist ja süß. Das war die andere Seite, das waren die Seelen, die du gerade verloren hast. Du warst auf dem richtigen Dampfer. Nee, ich bin ja runtergefallen. Ja. Nee, du bist nicht runtergefallen. Du bist in diesen Gang rein. Ich bin runtergefallen. Wurdest einfach von diesen Typen einfach gnadenlos. Ich bin durch das Loch runtergefallen. Also ich bin nicht durch Fallschaden gestorben, das ist korrekt. Ja. Aber ich bin ja in das Loch gefallen und dann da stecken geblieben. Und dann bist du halt einfach, oh, noch eine kleine Tierenscherbe. Und dann bist du hier von denen einfach vernichtet worden. Aber geh mal zurück in den anderen Raum. Ja, ich wollte ja sehen. Okay. Mit dem hohen Weg, der High Ground. Ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir von der anderen Seite noch irgendeinen Aufgang haben, den wir übersehen haben. Weil hier ist ja nichts, oder hast du hier noch irgendwas? Weil da ist ja das Loch. Aber es war nicht oben noch ein Weg. Ja, genau, völlig richtig, da oben. Und da kommt man nicht hin, doch, da kann man nicht über die Brücke laufen, oder? Da nee, da sind ja überall Geländer. Wir können gerne nochmal hochgehen und gucken. Aber ich meine, da sind ja überall Geländer. Aber mit ein paar akrobatischen Sätzen? Akrobatische Sätze, ja, ich glaube, das ist nicht möglich, weil da ist ja auch eine Säule in der Mitte und so. Das geht gar nicht, ne, man kommt da gar nicht hoch. Nee, nee. Okay, gut. Also es gibt halt zwei Möglichkeiten. Ich meine, wir haben ja schon das eine Bonfire in diesen Katakomben. Wir haben uns ja einmal diesen kompletten Weg schon durchgekämpft. Aber vielleicht haben wir da auch irgendwas wieder übersehen. Irgendwie links halten dann eher, oder? Ja. Hier waren wir, hier sind auch diese Feuertypen noch und so. Aber ist das nicht der Weg zu dem Bonfire, das wir ja schon haben? Ja, genau. Und wenn ich das jetzt mache, dann müssten wir die wieder alle bekämpfen. Und außerdem würde ich so gern noch eine kleine Titanitscherbe farmen. Die Typen, ey. Der hat auch Bauchschmerzen. Der hat auch Bauchschmerzen. Ja klar, ich meine, der speit Feuer, also... Was wäre der Bauchschmerzen?
Also der ist richtig, das ist rausgerülpst gerade, hast du gesehen? Ja. Wenn du Dolgen auf den Bauch haut, kommt das automatisch raus. Ja, das ist fieses Sodbrennen. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie Sodbrennen. Nee, ich schon. Ich weiß gar nicht, was das ist. Doch. Trink mal. Nee, du trinkst ja auch keinen Alkohol, aber damals habe ich mal eine Zeit lang Sambuca getrunken. Und in meinen wilden Jahren. Und da habe ich das mal von bekommen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Weil es gibt ja immer so die Werbung, Medikament gegen Sodbrennen. Ich denke mir, ich wüsste gar nicht, wann ich das kaufen soll. Ja, manchmal. Also vielleicht habe ich es auch regelmäßig, aber ich weiß es nicht. Das würdest du so merken, das zuzuordnen. Klingt, es ist, Sodbrennen ist wirklich, ach nein, der Typ wieder, dieser Kotzmann. Also Sodbrennen ist echt unangenehm, das möchte man nicht haben. Macht keinen Spaß. Das ist so richtig so, ja, das beschreibt es aber auch gut. Das ist so richtig von hier so die Speiseröhre hoch, so ein ganz Säuregefühl, so ein brennendes Säuregefühl. Ist nicht schön. Aber manche Körper können manche Sachen nicht darstellen. Ich zum Beispiel hatte in meinem Leben noch nie einen Brain Freeze. Ah, ja. Das ist bei mir nicht einprogrammiert einfach. Ich weiß auch wenn du viel Eis isst. Nee, ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Brain Freeze gehabt. Kann man das nicht mal provozieren? Indem ich mega viel Eis... Die große Nils Bohmhoff abendfüllende Show. Nils Bohmhoff friert sein Gehirn. Tja, ich wäre natürlich dabei, aber... Du und einfach zwei McFlurries und das ist eine geile Abendsendung. Ja. Ja, ich würde alles tun, um das rauszufinden, um dieses Gefühl damit zu haben. Aber wie fühlt sich denn Brain Freeze an? Ist das wirklich im Gehirnbereich? Dass sich das... Der Gehirn eingefroren anfühlt oder was? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich hatte das auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich esse auch nicht so viel Eis, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie sich ein Brain Freeze anfühlt. So ein Kratzeis oder so? Aber da hast du. Wenn, dann esse ich Kratzeis und da hast du ja nie genug. So, da musst du ja alles hart erkämpfen. Ja, okay, du isst nicht so Milcheis? Nee. Kein Schoko-Vanille-Eis, sowas. Krass. Nee. Aber warum? Magst du es einfach nicht? Oder? Das ist meine Welt. Ist ja abgefahren. Ich liebe Eis. Ich glaube, weil man das, weil ich so wenig Selbstbeherrschung habe, dass immer, wenn ich mir so einen 500-Gramm-Topf kaufe, würde ich den komplett aufessen. Und deswegen sage ich mir, nee, lieber nicht. Ey, ich hatte immer eine Phase, als ich mich ein bisschen habe gehen lassen, vor ein paar Jahren, da habe ich mir immer so, ey, das war die faulste Fettphase, die ich, glaube ich, in meinem Leben hatte. Mhm. Und zwar hatten wir gegenüber, in meiner alten Wohnung, war so ein Lieferservice. Ja. Yeah. Hallo Pizza oder irgend so ein Shit. Und das war wirklich 50 Meter fußläufig. Und ich habe da regelmäßig, also ich bin nicht stolz drauf, das war wirklich so eine Phase, wo es einfach wirklich ein Tiefpunkt war, habe ich da bestellt, aber nur Eis. So Ben & Jerry's 500 Meter. Die habe ich das einfach so rübergeworfen. So wirklich, so Eisbecher. Und hab da, das war richtig unangenehm. Und da habe ich teilweise wirklich diese großen Becher, einen am Abend so Chocolate Brownie Shit und so an einem Arm weggefressen. Geil. Und das war, ey, und irgendwann, das habe ich auch körperlich bezahlt, ne? Ja, klar. Also ich sehe, wenn ich heute teilweise auch Fotos aus der Phase sehe, da war ich immer richtig, ich war ein richtig weicher Klumpen von allen Menschen. Und aber was war deine Sorte immer? Chocolate Fudge Brownie oder Cookie Dough. Oh ja, Cookie Dough. Nee, Cookie Dough habe ich dann eigentlich häufiger genommen. Weißt du, was ich da mal gesehen habe von Ben & Jerry's Cookie Dough? So eine Tüte, wo nur die Keksklumpen drin sind. Ah, okay. Aber die habe ich nur einmal gesehen und danach nie wieder. Vielleicht war das so ein Sonderspezialding. Auch in der Tiefkühltruhe, aber diese Klumpen aus Cookie Dough, Ben & Jerry's, aber die einzeln. Okay. Wahnsinn. Und, aber die hast du nie wieder gesehen. Nicht gegessen, oder? Nee. Hier waren wir noch nicht, Florentin. Meinst du? Ja, sonst hätten wir diesen Heini hier nicht gefunden. Diesen Lachslurch. Axolotl. Edelaxolotl. Ja, das ist auch eine Sackgasse, oder? Ja, leider. Sieht auch alles gleich aus hier. Aber immerhin, eine Sache gefunden. Ja, ist doch gut. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir wissen alle nicht, was hinter dieser Ecke ist. Weil wir waren erst 3-4 Mal da. Und wir warten mit der Auflösung, was sich dahinter verbirgt. Gott, was ist das so spannend? Wir schauen uns einen Spot an und dann seht ihr, was hinter der Ecke ist. Hier ein Paket für dich. Danke.
Na, ihr wollt mal wieder online einkaufen? Dann nutzt doch einen unserer vielen Affiliate-Links unter rbtv.to/affiliate. Dann bekommen wir eine Provision von eurem Kauf und ihr müsst keinen Cent mehr bezahlen. Ist doch klasse. Also, denkt an die Affiliate-Links. Herzlich willkommen zurück bei KHD, Katakomben hier und dort. Guck mal. Mit Nils Bohmhoff. Ah ja, guck mal, tatsächlich. Das ist die Tüte nur mit dem Snackable Dough. Das ist ja krass. Aber das ist auch in der Tiefkühltruhe, ne? Aber eigentlich ist das Cheaten, weil klar, wir alle wissen, wie man Cookie Dough Ben & Jerry's isst. Dieses Vanille ist halt so nebenbei, aber eigentlich willst du die geilen Cookie Dough-Dinger rauskriegen. Aber die sind ja auch nur so gut, weil du sie erarbeitet hast. So, wenn du die einfach kriegst, so, das ist ja blöd. Ja, ich finde, ich finde das Eis tatsächlich auch nicht unwertvoll. Aber ist das eine limitierte Edition oder so? Keep frozen. Eat it, don't bake it. Eat it, don't bake it, keep frozen. Sag mal, aber sind das eigentlich so, diese Cookie-Dough-Sachen, sind das eigentlich nur so nicht richtig gebackener Teig? Ja. Wo man, Dough heißt ja Teig, ja. Ja, wo man früher immer gesagt hat, oder die Oma hat immer gesagt, isst nicht den Teig so roh, da kriegst du Bauchschmerzen von. Ja. Und man fand das aber so mega lecker. Das Geilste, wenn meine Oma dann, die hat mal so einen geilen Kuchen gemacht, ich habe ihn mal Klitschkuchen genannt, weil die hat das perfekt hinbekommen, dass der nicht zu trocken wurde, sondern halt noch so schön feucht und doughig war halt in der Mitte. Und die hat dann immer so Schokoplätzchen reingemischt. So einen typischen Pufferkuchen. Weiß gar nicht, wie der. Der hat wahrscheinlich in jeder Familie einen anderen Namen. Bei uns, ich denke, Klitschkuchen oder Puffer. Okay. Kennst du auch diese klassischen, wie auch Marmorkuchen oder diese runden Dinger mit diesen kleinen Wölbungen? Ja. So, und die man dann, und die hat den perfekt hinbekommen. Und der war so geil klitschig feucht noch. Oh, ich hab's geliebt. Und da hieß es immer, ich darf den nicht zu früh rausnehmen, weil sonst ist er nicht ganz fertig, kriegt man Bauchschmerzen, aber die Schüssel auslecken. Kennst du das noch? Von dem Teig? Ich glaube, deswegen ist es auch so gut, weil es verboten ist, weil es gibt's ja mittlerweile auch überall so dieses Keksteig zum Löffeln oder so, aber ich fand das nie gut, weil das Keksteig muss was man irgendwie, während die Oma nicht hinguckt, mal irgendwie sich reinzieht oder du darfst dann die Schüssel noch leer machen. Ja. Das ist genau dieses Prinzip, dass es nur gut ist, weil es limitiert ist und weil es verboten ist. Ganz genau. Das ist unlimitiert scheint auch diese Katakombenwelt, in der wir seit Jahren herumirren. Hier ist das gleiche, hier ist auch Sackgasse, oder nicht? Da waren wir auch schon, Also hier waren wir doch wirklich mehrfach drin, oder? Da waren wir mehrfach drin. Da geht's jetzt nicht weiter, ne? Also ich muss jetzt nicht nochmal gegen die kämpfen. Ich lunz nur. Zur Not, mein Vater hat mir beigebracht, wenn du nicht weiter weißt, rechte Handregel. Einfach immer mit der rechten Hand an der Wand und so erschließt man sich die gesamte Welt. Aber das mag für Labyrinthe sinnvoll sein, aber für eine von hungrigen Teigdämonen bewohnte Welt. Die hungrigen Teigdämonen. Jetzt haut er ab. Trete ihn. Hast du gesehen? Mhm. Gut gemacht. Und was macht der andere jetzt? Der andere ist auch wach geworden. Der wurde es vergiftet, obwohl der den Schild von seinem Atem hat, ey. So einen giftigen Atem. Ist dann was gespritzt von der Speerspitze auf dich. Aber nee, da brauchen wir nämlich. Ich meine, jetzt werden die Zuschauer sagen, oh, seid ihr dumm, da ist es doch. Aber ich finde hier nichts mehr. Wir haben jetzt hier alles abgegrast, aber irgendwo muss es ja noch einen Weg nach oben geben, auf die andere Seite. Oder ist das von einem ganz anderen Areal? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Du bist ja auch oben bei der Balliste lang. Da kamen wir ja auch, vielleicht war bei der Balliste noch irgendwo eine Abzweigung. Kann schon sein. So detailliert habe ich mich da nicht umgeschaut, aber vielleicht da, wo die Rock'n'Roll-Rowdy-Leute waren. Ja. Die Rädelmeister. Da kamen wir, ja. Oh Mann, ey. Da finden wir da hin nochmal zu dem. Ja. Das ist easy. Da war dieser schwarze Ritter. Ihr wirft mich jetzt mit Kacke auch noch. Hast du es gesehen? Der hat mich mit. Wie so ein Pavian. Die greifen mir wirklich zu. Wirklich, ey. Der hat mich mit Scheiße beschmissen. Das fand ich jetzt nicht in Ordnung. So, hier ist aber auch nichts. Manchmal gibt es ja so verborgene Wände, ne? In diesem Spiel. Da muss ja, man wirklich? So. Ja, wirklich. Das sind so Zauberwände. Die, wenn man da so gegen rollt, dann offenbaren die sich und dann geht da die Wand weg. Aber das. Sowas gibt's hier nicht. Hier gab's diese Pyromantenwaffe.
Deswegen, das hat schon... Oh, warte, da ist noch ein bisschen... Das ist noch mal eine kleine... Ich bin auf jeden Fall diverse Waffen, die kleine Titanitscherben benötigen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, die Idee mit dem Bogen abzugraden. Ich glaube, der Bogen, das ist ja wirklich... ist nicht mehr angemessen. Nicht mehr angemessen. So, also wir kamen von da unten, kamen wir hier zum Bonfire, ne? Sehe ich das richtig? Ja. So, und da ist jetzt Sackgasse. Es muss doch hier noch weitergehen. Es gibt doch nicht ein Bonfire in einem Areal, wo es überhaupt nicht weitergeht. Wo man nichts davon hat, dass man das Bonfire gefunden hat. Ja, man kann natürlich sich den Weg zurücksparen, ne? Wobei der ja frei auch ist. Also man muss ja nicht mal... Ich check's gerade. Irgendwas, was wir übersehen haben. Da war dieses Dings, genau. Hier haben wir zum Glück alles freigeräumt. Hier links geht die Dings Treppe hoch. Hier ist die Actionfigur. Wie bei Counter-Strike, man kann jeden Raum benennen, ne? Mhm. Das ist Actionfigur. Hier haben wir Elbow. Hier haben wir A-Long. Ja, genau, A-Long. Ist Ratti. Da geht's jetzt zur Balliste. Ja. Ja, dann schau da noch mal. Vielleicht sind deine frischen Augen sehen mehr. Hast du gesehen, wie die Ratte noch mal zurückkam? Hier war noch eine Ratte, oder? Ja. Die sind erstaunlich flink teilweise, diese Ratten. War alles One-Hits, ne? Mhm, ja. Da hat sich unser Upgrade gelohnt. Das ist tatsächlich ein Unterschied, finde ich. Wenn du die One-Hittest und nicht mehr noch so ein kleiner Zipfel, ne? Ja. Übrig bleibt. So, und jetzt, hier sind die Frösche. Haben wir hier vielleicht da noch was übersehen? Weil da haben wir... Erste Ratte, dann die Frösche. Und aber wenn du da hinten anders gegangen wärst? Hier? War nicht noch ein Weg? Quasi rückwärts, also... Da ist ja das Loch wieder. Ah, da ist das Loch, okay, gut. Aber da müsste man ja auch irgendwie nochmal... Obwohl, warte mal. Da kommt man auf der anderen Seite des Lavalochs. Ja. Oder haben wir da schon nochmal richtig geguckt? Schon mal, ja, ne? Naja, da nach hinten. Ah, da kommt dann sie und die Erben, da bist du einmal totgenagt worden. Ist gefährlich. Du bist hier schon mal gestorben, El. Ich weiß, aber. El Nils. Aber das stimmt, aber da habe ich aber auch. Also einfach arrogant hoch drei. Ja, aber sei jetzt nicht so arrogant zu denken, du seist nicht arrogant. Nein, so arrogant bin ich nicht. Ich bin sogar eher vorsichtig. Und zwar mache ich das jetzt einfach so, dass ich ganz easy peasy auf Nummer sicher gehe. Ganz easy. Manchmal ist es okay, auch zu cheesen. Gerade bei Mäusen kann man ohne Ende cheesen. Die mögen Käse einfach und deren Ding. Oh. Gibt's Mäusefallen noch? Kann man die kaufen oder ist das mittlerweile verpönt? Warum soll es verpönt sein? Naja, weil es grausam ist. Kommt auf die Falle an. Ich habe mal eine gebaut und habe auch eine Maus gefangen. Ja? Ja. Und damit, was war der Köder? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, tatsächlich Käse oder sowas. Aber ich habe die so gebaut, ich weiß doch. Ich weiß ehrlich gesagt aber bis heute nicht, ob ich sie wirklich gefangen hatte oder mein Vater. Mein Vater hat nämlich gesagt, ich habe sie gefangen. Wir haben beide eine gebaut. Lebend fangen, natürlich. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr. Also eine hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, wer welche gebaut hat. Eine haben wir gemacht, einen Eimer. Und dann haben wir über den Eimer irgendwie Klarsichtfolie oder sowas gespannt. Ich weiß nicht mehr. Und dann eine Rampe auf dieses... Auf den Eimer rauf. Mhm. Und dann ist sie jedenfalls in den Eimer reingefallen. Durch die Klarsichtfolie. Ich weiß nicht mehr, ob es Klarsichtfolie war. Das macht ja keinen Sinn, weil dann würde sie ja sehen, dass es backup geht. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, der Gedanke war, sie läuft die Rampe hoch und fällt aus irgendeinem Grund in diesen Eimer rein. Und das zweite, und ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses mit dem Eimer gebaut hatte, oder ich habe nämlich, glaube ich, diese andere gebaut. Und ich habe sie ganz klassisch gebaut. Mhm. Mit einem Schuhkarton,
Und dann habe ich so eine, ein Stück Käse an eine Schnur gebunden, ein Loch gemacht in den Schuhkarton, hintenrum, und das Seil an einen kleinen Stock gebunden, ja, der den Schuhkarton so quer offen gehalten hat. Ah, so, das heißt, in dem Moment, wo sie rein ist, an den Käse ran, ist durch die Bewegung super ist das umgefallen und sie war in dem Schuhkarton drin. Und die konnte nicht raus aus dem Schuhkarton? Die nicht aufmachen? Nee. Krass. Das war saudumm. Saudumm. Ja, ich meine, man will meinen, sie würde sich da rausknabbern können. Ja. Ne? Aber so, gute Idee, ey. Nicht aber schlecht. Da haben wir tatsächlich die Maus dann lebend gefangen und dann ausgesetzt im Feld. Was eigentlich so lächerlich ist, weil es gibt Leute, die Mäuse in 10.000-facher Ausführung mit Gift und sonst was töten. Mhm. Und wir fangen eine kleine Maus und setzen die im Feld aus. Also dieses, die Verhältnismäßigkeit, ne? Ja. Ich glaube, da hatte ich einfach nie Kontakt, weil wir immer eine Katze hatten. Die hat sich halt immer darum um die Mäuse gekümmert. Nee, ist nix. Ja, klar, natürlich. Dann, ich habe eine Katzenallergie, das ging leider nie. Aber wir hatten auch nie, also Mäuse waren jetzt nie so das große Thema. Wir hatten einmal im Schuppen welche. Und zwar hatte ich mal eine Zeit lang so Meerschweinchen. Nein, nee, ein Meerschweinchen und ein Kaninchen zusammen. Und da habe ich immer beim Bauer so einen ganzen Strohballen gekauft. Weiß ich noch. Und ich musste mit der Schubkarre hin. Dann haben die mir für eine Mark, symbolischer Betrag, weil ich noch ein kleiner Steppke war, haben die mir einen ganzen Strohballen verkauft. Den habe ich in den Schuppen gelagert und dann immer als Streu benutzt. Mhm. Und dieser Strohballen war immer in so einer großen Truhe drin. Ah, und da waren dann irgendwann Mäuse, haben sich in dieser Truhe, in diesen Strohballen ein Nest gebaut. Ideal, ja. Ja, perfekt für die. Da hatten wir immer ganz viele von. Das war jetzt zum Beispiel wichtig, dass ich da abgewählt habe gerade. Sonst hätten die mich nicht alle erwischt. Manchmal muss man auch einfach abwählen. Ne? Ja, das zeigt die Geschichte, dass du manchmal immer wieder, ja, den falschen Frosch abwählst. Solange man noch die Wahl hat, muss man manchmal abwählen. Ne? Ja, jetzt muss ich abhauen. Die greifen gar nicht normal an. Nee, die machen, ne, halt diese. Das Gift reicht ihnen völlig. Ne? Die müssen sich nicht in Gefahr bringen. Ich hasse die Typen. Ich mag die gar nicht. Mit ihrem Scheißgift. Weil die dann auch teilweise, die kommen, wenn du nicht aufpasst, kommen die von drei Seiten, stacken dich so, also ja, ja, machen dich, stun dich und dann guckst du nur noch zu, wie die dich einfach fertig machen. So, hier können wir mal in Ruhe gucken. Da ist nämlich auch noch was. Da ist dieses Item. Da habe ich sofort aufgegeben. Ja, da hast du gesagt, weil ist nicht, dass hier wieder irgendein Knubbel da oben hängt oder so. Aber da muss man ja auch noch hinkommen. Aber das sieht mir aus, als droppt man sich da vielleicht? Von da oben? Oder springt man darüber von da? Guck mal, da ist ein Loch. Vielleicht springt man darüber. Das ist aber auch ganz schön weit. Ja, von oben nach unten dann, ne? Mhm, man, ja, ja. Also, wir haben hier noch nicht alles. Oh, warte mal, hier ist noch einer. Der hat sich so getan, als wenn er nicht mehr da ist. Jetzt, wo seine Freunde tot sind, hat ihn die Mut verlassen, der Mut verlassen. So, guck mal, hier links. Ne, hier. Okay, ganz in Ruhe. Jetzt laufen wir nochmal ohne Panik alles ab. Hier ist nix. Da kommen wir her. Hier war jetzt gleich der... Oh! Das ist neu. Okay, hier geht's tatsächlich noch. Das ist neu. Hier waren wir noch nicht. Okay. Oh, hier ist das Lava. Die Lava-Welt! Oh nein! Aber Ritterschleim hat der Namen! Als einziger Gegner ever hat der Namen. Alter. Nee, jetzt lass mich mal abhauen erstmal. Bitte, ey. Nein, es hat. Oh, hör auf, mein du Arschgesicht! Was war das für eine Begegnung? Oh, das ist aber jetzt schäbig hoch drei. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Oh, ich wollte den locken und da hat er mich gestunt. Ich wollte nach hinten, wo mehr Platz aber ist. Aber ist es ein Boss oder warum hat der einen Namen? Das ist so ein Spirit oder wie die heißen. Du kannst durchlaufen jetzt. Aber wo müssen wir jetzt hin? Auf die untere Ebene? Genau, du läufst durch, du kämpfst mit niemandem, da wo die Ratte ist. Zu Ratti. Und dann rechts
zu den Kröten wieder. Also lauf vorbei, rechts runter direkt. Einmal rollen, dass du dich der Feuerball nicht trifft. Einmal rollen. Ja, das schickt zu früh. Und jetzt runter, rechts durch den Gang, wo Ratti ist. Nee, das ist falsch. Ein weiter. Ja, und dann rechts. Kannst einfach durchlaufen. Ja, genau. Einmal Hallo sagen. Finde ich gut. Kannst du auch vorbeilaufen bei denen. Das Ding ist nur, ich hoffe, die kommen nicht. Also wenn du jetzt gegen diesen Typen kämpfst und der lässt dich... Dann darfst du dich nicht zu weit nach hinten treiben lassen, wahrscheinlich, ne? Ja, damit ich nicht in die Frogos rein. Ja, genau, das musst du in Erinnerung behalten. Ja, und was kann der jetzt? Ja, weiß ich nicht. Das ist einfach so ein Spirit, ne? Aber ich meine, das ist doch... Denk dran, dass der dich blockt. Oh nein, das sind die Froggies! Kriegt ihr auch Schaden von den Froggies? Schimmer bitte ganz kurz daneben gerade. Kein Schaden von den Froggies. Ah, hier kann man auch gut kämpfen. Und die Froggies auch noch. Ja, super. Okay, sehr gut. Er ist langsam, mächtig, aber langsam. Und wir sind schnell. Und der macht den Doppelschlag und dann ist Schluss. Oh, zwei. Oh! Okay, das war sonst. Alter! Seine Pose nervt mich. Allein, dass er so eine Pose. Ich mach einen noch, einen. Ja, mach. Einen noch. So eine Dominanzpose am Ende noch. Das muss nicht sein. Das ist wie bei FIFA, wenn die ein Tor schießen und übertrieben jubeln. Den Jubel nicht abbrechen. So ist der. Ja, aber man darf. Also, da finde ich, bist du zu hart. Ich finde, man darf den auch mal eine Freude gönnen. Ja, aber nee. Also der ist seit tausenden von Jahren sitzt er da. Ja, aber also, das ist doch nicht ritterlich. Ist ja auch kein Ritter. Nee, was denn sonst? Weil der eine Rüstung trägt, ist er ja automatisch Ritter. Ja, der hat ja auch noch so einen Namen. Wie hieß er noch? Ritterschlechter. Der ist ja das Gegenteil von einem Ritter. Der ist ja gerade der unehrenhafte Ritter. Das passt schon, das passt alles schon zu seinem Flavor. Aber sind wir denn ein Ritter? Also würdest du uns eher, also rein visuell sind wir doch mit unserem komischen Hemd, mit unserem weißen Spitzenhemd, sind wir doch auch nicht jetzt unbedingt ein klassischer Ritter. Nö, ich sehe uns auch nicht die ritterlichen Tugenden vertreten. Also da. Also vor allem bei deinen ganzen Bogenattacken. Ja, absolut. Ja. Da musst du mir nicht mit ritterlicher Ehre kommen hier. Aber da unten, da zu kämpfen, wo oh, das. Ach, die Seelen, ja. Erstmal die Seelen retten. Ja, also 14.000 Seelen. Eins. Wir haben hier keine. Ja, geil. Ja, genau, so muss das machen. Von hinten dann. Sehr, sehr gut. Oh, aber Ausdauer. Ja. Aber so läuft's. Oh, wow. Okay. Aber das war... Schon gut. Er macht schon gut Schaden. Da jubelt er wieder. Ich weiß mal nicht, wann er zweimal angreift und wann nur einmal angreift. Mhm. Aber vielleicht sollte man immer davon ausgehen, dass er zweimal angreift. Aber jetzt haben wir doch mal eine Herausforderung gefunden, endlich nach dem ewigen Herumirren. Ja, das haben wir doch jetzt mal zumindest einen Gegner gefunden, der über unsere Orientierungskraft hinausgeht. Ich hoffe, dass es da noch weitergeht, weißt du? Alter, wie ich exakt im falschen Moment. Geht's da weiter, oder? Aber ich will's nicht nochmal einen Lava-Endboss. Nee. Ich hätte gern einen Froggo-Boss. So ein Riesen-Froggo? Ja. Der dann auch so. Nee, keine Ads. Ich hab jetzt gerade gejinxt, der so ganz viele Eier legt. Und wenn man die nicht rechtzeitig kaputt macht, kommen da kleine Frösche raus. Nee, das will ich dann noch nicht. Zieh ich zurück. Ich hab gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Angeblich. Bei diesem Skelett-Typ, ne? Ja. Die ganze, wo du dich immer über die ja, in dem Try, in dem ich es geschafft habe, kam kein einziger Ad, ne? Dass die... Echt? Ja.
Deswegen habe ich es ja geschafft. Vielleicht war das ein Bug, aber irgendwer hat geschrieben, wenn man in dem Thronsaal vor dem Boss, wo dieser dampfende Kelch stand, ja. Wenn man da, bei dem einen machen wir jetzt mal, alle Vasen oder so kaputt macht oder irgendwie so, ja. Dann spawnen die nicht. Wow. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Okay. Oh, nein, ich war mal nicht so weit. Warte mal auf, wieso? Wie der angezuckelt kam. Alter. Ich bin da überhaupt nicht so weit gewesen, ey. Lass mal. Der Typ ist der Beste. So, jetzt ist Feierabend hier. Zorik, Alter, ich liebe Zorik. Nein, das Gleiche. Man kann den nicht blocken. Wie der schnell der angerasselt kam. Komm, jetzt hol ihn dir in den. Okay, mach nochmal. Okay, weißt du, was mein Fehler war? Ich habe das Gleiche gemacht wie vorhin. Ich hatte das Schild hoch. Ja. Weil ich dachte, okay, ich kann ihn ja blocken. Du kannst ihn nicht blocken. Nee, das stunt dich so. Er durchbricht mit einem Schlag deine Deckung. Also du kannst, falls du die Idee bekommen solltest, ihn gleich nochmal blocken zu wollen. Guck mal, so eine dicke Waffe, die kannst du nicht. Kannst du nicht blocken. Also kein Blocken. Bitte nicht blocken. So, einmal kurz das Timing geändert. Fuck. Wow. Zickzack. Der gute alte Zickzack. Wahnsinn, oder? Nicht ganz geil gemacht. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Katakomben? Katakomben, Katakomben, Katakomben. Eiskalt. Da, 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 da. Oh, die Rotte war schon ganz erwartungsfroh. Guck mal hier, wie eifrig sie ist. Guck mal. Tu mir den Gefallen. Weil die sind daher gelaufen, kommt. So. Kann ich auch direkt wegstecken dann. Wo ist er? Oh, hier da. Der Typ hat den besten Auftritt. Ja, halt von allen Bossen, wer einfach angewetzt kommt. Wie schwierig ist. Hat richtig Bock drauf. Okay, das war der Zweifache. Ja. Dumm. Stopp. Alter. Schlag. Oh nein, ich bin da hängen geblieben. Oh Mann! Ich kam gar nicht dazu, gegen ihn zu kämpfen. Ach Gott, man muss einfach hinter ihn. Hinter also ihn er macht gehen. Den Stampf und dann großen Schlag. Mhm. Oder halt zwei. Oder einen manchmal. Einfach, wenn er schlägt, irgendwie an ihn ranrollen, nach hinten strafen und ihn einfach backstabben oder irgendwie sowas. Okay. Schätze ich mal. Du hast vielleicht sogar eine viel bessere Taktik. Du bist ja bislang besser gegen ihn zurechtgekommen. Aber gegen solche Typen, die sind ja eigentlich relativ langsam immer. Da habe ich immer das Gefühl, okay, das muss man ja ausnutzen. Wenn die einmal schlagen, ist ihr Schwert am Boden, dann muss man den geben. Und dann lässt man sie, geht mal wieder ein Stück zurück. Dann lässt sie sich austoben. Aber auf keinen Fall versuchen zu blocken. Nee. Das war die bescheuertste Route durch die Frösche. Jetzt sind sie, glaube ich, alle hinter dir her. Kann das sein? Wie eifrig die auch sind. Nee, warte mal, ich schüttel die erstmal ab. Ja, ich will die mal. Oh nein, ich hör's. Da ist schwer der Schwarzritter. Oh, jetzt hast du dir aber. Oh nein, jetzt gehst du noch in die Sackgasse. Wenn ihr euch mal abschütteln lassen, bitte. Sehr gut. Ja, ist gut jetzt. Aber guck mal, jetzt haben wir zumindest nicht immer nur 80 neue Seelen auf dem Stapel. Mhm, dann nochmal 320. Ich mach mal einen Flash hier, ne? Ja, ja, auf jeden Fall machst du das. Kann über Leben und Tod entscheiden. Also er kommt, er ist mega, er hat richtig Bock. Scheiße.
Alter, er hat einfach so viel Bock auf uns. Aber jetzt habe ich alles gefallen. Aber jetzt ist es gut, ja, weil jetzt war es meine Schuld. Du hast kein schlechtes Gewissen und du kannst jetzt, ohne dass du immer die dummen Seelen holen musst, kannst jetzt direkt rein und direkt umhauen. Aber der Typ, meine Herren, ist das der motivierteste Spielfigur, die ich in dem Spiel je gesehen habe? Niemand hat so viel Bock auf seinen Job. Definitiv. Selbst Bowser sagt, oh Gott, kommt der wieder? Ja Gott, muss ich los. Ja, ja. Aber der Typ ist echt der motivierteste. Der hat richtig Bock. Der hat auch, ich hab das Gefühl, der freut sich richtig, dass sie endlich wieder kommen. Ja, da sind sie wieder! Oh. Der ist so ein bisschen wie Krogmann. Der sich so wirklich freut, einen zu sehen. Ja. Eieiei, ei, ei, so jetzt. Super, Route. Richtig gut gemacht. Einer ist aber immer noch dabei, oder? Wie viel? Oh. Ja, wir müssen jetzt wieder unsere Seelen zurückgewinnen. Und die anderen gehen, nur er hat es nicht mitbekommen. Er hat das Signal, er ist wie Will Ferrell, wir gehen flitzen. Guck mal, wie schnell diese Todeswolke einen umbringen kann. Und das ist halt einer, ne? Deswegen hasse ich die so. So, wo kämpfen wir denn mal? Auf der Treppe ist auch. Oh, da kommt er. Ich hart schnell diese Treppe hochrennt, ey. Das Gemeine ist, der Typ, der lässt sich auch nicht stunnen, ne? Also, wenn wir ihn einmal schlagen. Alter, der ist krass. Aber das ist eine Herausforderung. Ich will den jetzt. Ich hab richtig Ehrgeiz. Ich will den holen. Wir kriegen den. Come on. Dude. Oh, Alter Schwede, zwei Schläge und man ist einfach wirklich mausetot. Wie oft wir diesen Quatsch hier auch schon gemacht haben mit diesem dummen Sonnenmeister hier. Aber immerhin haben wir das gefunden. Ja. 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 Diese Abzweigung. Hoffentlich ist das keine Sackgasse. Hoffentlich geht's da wirklich auch weiter. Ah, das ist neu. Fällt mir. Der lässt einen auch einfach nicht rankommen, der Typ, ne? Ja, dann muss ich alle einmal triggern. Ich dachte, da kommt man nicht durch. Auch so ein Spiel. Wie viele, was glaubst du? Ich sag 3. Na, die anderen sind nach Hause gegangen. Mhm. Doch gar nicht so schlechte Route. Doch nicht so eine schlechte Route. Gute Route. Gute Route. So, jetzt volle Konzentration. Nee, Mittel. Machen wir Mittel. Nee, mach mal ruhig 3. Volle Konzentration kann auch manchmal. Wo ist er? Er schläft. Da ist er! Ah, wie er sich freut! Sehr gut. Nein, nicht, überhaupt nicht gut. Ja, sehr gut. Ja, hervorragend. Ja! Ja! Jetzt kriegt er auch hoffentlich mal Blutungsschaden irgendwie. Was ist? Ja, jetzt hast du ihn. Super, machst du das. Stark! Au. Oh. Nein, das war so gut. Naja, willkommen. Du hast ihn dann richtig teilweise dann doch gestaggert. nicht gestaggert, sondern gestunt. Oder wie man sagt. Ja. Das wird schon. Ja, das macht man, aber gerade hat er sich ein bisschen Zeit gelassen. Da musste er noch kurz so einen Schluck trinken. Ja. Er ist schon da. Flasche zu und los. Ja, ich meine, der ist mir nicht unsympathisch, muss ich wirklich sagen. Vor allem, das ist so ein Typ, der hat auch, glaube ich, so einen YouTube-Kanal, wo er so erklärt, wie er das macht. Und ja, wenn ihr euer Schwert so von oben und dann denkt, er kommt von links und dann könnt ihr es doppelt machen. Der ist so richtig drin, einfach in seinem Job, so richtig drin. Mit Blog und schreibt mir, falls ihr Probleme habt mit Helden irgendwie, ich schaue mir das kurz an und schickt mir eure Replays und so. Deswegen, da kam auch gerade, der hat noch ein YouTube-Video beendet, deswegen war er auch so eilig. Ja.
also ein Podcast oder so, wo er andere NSCs einlädt und so. Auf jeden Fall. Und alle nehmen es nicht so ernst wie er. Aber trotzdem hat er auch Bock auf neuen Input. So, der ist super offen. Kennst du diesen Clip noch aus Vorzeit des Gamings? Das war, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Irgendein Shooter oder so. Da ist ein so ein Typ in einer Random Squad, ne? Mhm. Public Random Squad. Und der, bin ich jetzt schon vorbei, ja. Der redet die ganze Zeit mit seinen Teamkameraden so, als wenn er so ein Navy SEAL-Anführer wäre. Ja, ja, das ist auch cool. Ja, das kennst du das ja, Video? Das ist super. Ja. Und ja. Ja, so ist der. Ja. Typ. Ja. Aber wie viel Bock auch die anderen plötzlich haben, ja. Wenn sie wirklich so. Ja, Tactical. Wenn er einer ist, ne? Stark. Nehmen wir noch einen Snack, einfach. Vielleicht hilft's. Ja. Oh, jetzt gibt er. Sieht er, dass ich mich heile? Jetzt will er richtig Gas geben. Oh, jetzt hat er wieder sein Schwert hochgehoben. Was bedeutet das? Alter, da durfte ich nicht. Aber das Heilen hat mir tatsächlich das Leben gerettet. Nein! Oh. Nehme ich mir nochmal einen Snack. Nein, den letzten. Das war dumm, weil jetzt konnte ich nämlich dann nicht angreifen nach seiner. Man muss die komplette Attacke parieren. Nein, nein, er floht ihn! Da war ich zu gierig. Zu gierig? Ah, war zu gierig. Die Gier war zu immens. Man muss Geduld haben. Das ist das Gleiche wie mit diesen anderen da, weißt du noch? Mhm. Die zu dritt waren. Ja, ach Gott, die waren so. Geduld. Die hätte ich nie geschafft. Dafür hast du diesen Feuerdämon gemacht. Das war richtig krass. Aber man muss auch tatsächlich sagen, dieses Skelettboss, wo ich ja so Schwierigkeiten hatte mit den Ads, habe ich nur in dem Trial geschafft, wo keine Ads gespawnt wurden. Und beim Feuerboss war ja das Problem, dieses auf den Boden spucken. Und in dem Trial, in dem ich es geschafft habe, hat er das auch kein einziges Mal gemacht. Also mein Erfolgsgeheimnis ist es, einfach so lange den Trial zu machen, bis die kritische Mechanik wundersamerweise nicht auftaucht. Ja. Und dann schaffe ich es. Ja, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Das war schon gut. Also dieser Skelettboss, den fand ich verhältnismäßig billig im Vergleich zu dem Dämonen. Also den Feuerdämon, das fand ich, den hast du einfach gut gemacht. So. Den machst du jetzt auch. Den mach ich jetzt. Ich hol mir erstmal deine Seelen hier. Ja, hol die mal. 300? Nee, gar nicht. Null? Null Seelen. Null Seelen. Da ist er. Oh. Stark. Ah, sehr gut. Okay, wenn er diesen Stampfer macht, dann. Ja, dann kommt er direkt danach, aber das super ist. Super Attacke, ja. Natürlich immer schwierig. Der Schwinger kommt auch zweimal. Hm. Ja, Mann, ja, hervorragend. Ich bin gar nicht so viel der Backstab, wie ich. Vorsicht! Oh, das war. Wähl ihn sonst ab, ne? Genau. Wenn du dich heilen willst. Sonst. Oh, super. Nein. Das kann ja ausdauern. Hau ab. Ja. Ja, 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 ja. Sehr gut. Ja, sehr gut, jetzt hast du ihn gleich. Geduld. Yes, yes, das war's. Jetzt hast du ihn. Jawohl. Nice. Mann doch. Schweine. Jawohl, er hat gut gekämpft. Oh, Alter. Rauch-Ultra-Großschwert. Und sein Schwarzeisen-Großschild, okay. Und ein Ring des Ritterschlechters. Das sind ja gleich drei Dinge in einem.
Warte. 32 Stärke. Braucht man dafür? Ja, okay. Wow. Aber das Ding ist auch wahrscheinlich richtig schwer. Wo steht's? Egal, zu schwer, da oben steht's immer. Und was bringt der Ring? Auf den bin ich etwas neugierig. Geh mal einen zurück und dann unten auf, zum Beispiel, geh mal den Milchring. Das ist egal. Das ist der da. In der Mitte. Der eckige. Feinde verlieren mehr Ausdauer, wenn Angriffe abgewehrt werden. Ah, okay. Die Frage ist, unsere Angriffe oder deren Angriffe? Das ist egal. So, jetzt lass mich aber nicht verhungern hier. Wir wollen hier noch weiterkommen. Och, nö. Ich glaube, das ist eine Verhungern-Situation. Ach, das ist doch doof. Ja gut, jetzt haben wir sein Set, aber sind da Items in der Lava drin? Ja. Das heißt, man kann die entweder löschen oder irgendein Item, womit man über Lavas laufen kann. Aber da würde ich jetzt nicht rauflaufen. Aber es gibt nicht so einen Greifhaken oder sowas, ne? Nee. Ach, okay, das ist aber schon ein bisschen mau. Vielleicht haben wir hier noch mehr übersehen. Wir müssen ja irgendwo da hochkommen. Oh, guck mal, dein Freund. Komm mal da hoch. Vielleicht doch da lang und dann nochmal bei der Balliste irgendwo. Ja. Irgendeine Abzweigung nicht genommen. Ist es wieder Schwarzi Ritter McSchwarzenstein? Ja. Gibt's hier vielleicht irgendwo einen Hebel, womit man die Lava ablassen kann oder irgendwas? Ist es nicht so schlimm, wenn ich hier sterbe, ne? Nö. Weil der andere. Mach ihn nicht auf der Brücke, oder? Ist er dann durch. Lock ihn lieber ein Stück weg. Wow! Er hat mich in die Luft geschleudert! Ah! Nein, nicht runterfallen! Gut. Aber du warst auch. Das ist der klassische Bossfight. Downfall. Ja, klar. Du warst mental. Ich wusste jetzt auch nicht mehr, wie viele Attacken der in Folge macht, aber die sind von oben, das ist ja krass. Aber warum? Da kommt bestimmt noch irgendwas hinter dem Schwarzen Ritter oder so. Da haben wir, wenn wir schon davor irgendeine Abzweigung übersehen haben, haben wir danach bestimmt auch was übersehen. Also es gibt, wir müssen ja nicht, also wir haben, glaube ich, noch alternative Gebiete, wo wir noch nicht alles erkundet haben. Aber ich will das hier einmal klären, weil ich weiß genau, wenn wir das jetzt hier nicht klären, wir kommen ja nie wieder hier zurück. Ich meine, es gibt noch irgendwie eine andere Möglichkeit für uns auch. Ah, aber ich will das jetzt wissen. Ich meine, der Weg geht, ne? Weil jetzt dann nicht so viel Gegner, aber ich finde den auch jetzt echt schon ganz schön lang, ehrlich gesagt. Stecken wir uns mal. Kommen sie? Ne, geben auf. Oh, er ist weg, Jungs. Okay. Kannst du da auch einfach vorbeirennen? Ey? Ja, aber ich will jetzt gegen ihn kämpfen. Einfach, weil das der Typ ist, der mich platt gemacht hat. Ja. Ja, ich habe versucht, ihn zu blocken. Nein, warte doch mal. Alter. Nein! Ah, scheiße, Florentin! Ich dachte, da geht's weiter, das ist eine Sackgasse. Ich dachte, wir müssen die Leiter hoch. Und das habe ich aber vergessen. Ich dachte, man kann da weiterlaufen und dann laufe ich in die Sackgasse rein. Zum 500. Mal laufen wir jetzt diesen Weg hier entlang. Ja, aber das war dumm von mir. Weißt du, was ich machen wollte? Ich wollte nicht einfach gegen ihn kämpfen. Ich wollte ihn parieren. Weil diesen anderen Ritter bei Dark Souls 1, den kann man so geil parieren. Und ich wollte ausprobieren, ob es bei dem auch geht. Das Problem ist, man kommt gar nicht an den ran. Der schlägt schon, der ist schon in seinen Bewegungspatterns. Bei dem anderen, bei Dark Souls 1, kannst du, weil der rückwärts zu dir steht, kann man so dicht an ihn rangehen. Und dann kann man den geil parryen. Und das habe ich jetzt gerade, das war mein Fehler. Mhm. Das sehe ich gar nicht, ne?
meine Rechtfertigung. Interessiert überhaupt du nicht. Ich glaub dir das total. Das ist natürlich, da bist du als Veteran, hast halt manchmal auch Nachteile, ne? Weil du halt viele Dinge aus anderen Situationen kennst. Ja. Wenn du sagst, im Ersten Weltkrieg war das noch so, aber er sagt, nee, das ist ganz andere Regeln. Ja, eben, das ist genau das. Dieser Erfahrungsschatz kann einen, genau wie du richtig sagst, daran hindern, offen zu sein für neue Sachen. Du bist jetzt halt echt ungünstig gestorben. Auch. Warum? Naja, wie soll ich denn jemals die Seelen hier erlangen? Ja, indem du ihn besiegst. Ach, naja, aber ich würde hier schon gern die Sicherung haben, ehrlich gesagt. Nö, ach nö. Ich bin mal gespannt, ob du da hochkommst. Achso, ich dachte, du läufst weg. Er hat auch mal diese Rundumschläge, ne? 360 Grad Schläge. Song. Boah, das war's. Song. Gut. Nice. Song. Ah, da kommt dann doch noch. Heil dich nochmal auf jeden Fall. Stichling! Der Stichling, aber nicht runterfallen. Oh, super, super weggerollt. Boah, der Hiebling. Da kannst du mir eine Sekunde kurz Zeit geben? Ich würde mich gerne heilen. Hopp. Starke Leistung. Oh, wie er dieses Schild dann immer noch hochnimmt. Man muss hinter ihn kommen. Ja, das war's. Einmal noch ein Popo pieksen, dann war's das. Stark. Gute Leistung. Aber der droppt einfach nichts, der Typ. Weil wir den schon gemacht haben, oder? Er hat beim ersten Mal auch nichts gedroppt. Das ist egal. So. Die anderen droppen ja auch immer noch was, auch die Titanitscherben und so. Grundsätzlich, aber ich hätte gedacht, dass der sein Schild oder sein Schwert droppt. Und da gibt es wahrscheinlich eine Chance, dass er das macht. Der droppt es nicht immer. Wir haben jetzt zweimal Pech gehabt. Aber ich glaube, das Schwert, was der droppt, der. Und das Schild auch. Und die sind, glaube ich, ganz gut. Aber nur für ein Stärkebild wahrscheinlich. Der ja auch schön wackelt. Aber jetzt sind wir sehr weit oben, ne? Aber wir sind aber auch runter. Nee, weil wir sind hochgegangen. Ich glaube, wir sind zu hoch. Was ist da rechts? Wie kommt man denn da hin? Oben runter? Ja, von da runter, ja. Ja, klar. Oh, neun Drachenreiterbögen! Rechts? Ja. Nee, der war schon richtig. Zwei nach links, da, drück mal drauf. Das sieht man ja fast nicht. Ja, weil der so dünn ist. Ganz dünner Weidenzweig. Da ist er. Ein X hat er. Ganz links. Was brauchen wir denn? Stärke 19. Ey, wir müssen mal unsere Stärke. Aber wir haben nur 14, ne? Ja, der sieht schon cool aus. Der sieht schon cool aus. Aber wie komme ich jetzt hier wieder runter? Ja, da ist noch eine. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da noch irgendwas finden. Also es sind so viele Ecken noch, also mindestens zwei oder drei. Diese zwei Items da oder ein oder zwei Items. Und noch die andere Seite von diesem. Also irgendwie. So jetzt Augen auf. Augen auf. Wir sind hier natürlich letztes Mal auch nicht besonders suchend unterwegs gewesen. Weil da die Balliste noch an war und du auch Angst hattest. Ja, das ist korrekt. Also da links ist dieser Pfad, den wir gegangen sind. Was ist, wenn du rechts gehst? Da haben wir uns nicht so hingetraut. Da wurden wir noch beschossen. Da kommt man nicht weiter. Nee, da rutscht runter. Vergiss es, mach's nicht. Ist da links bei der Ruine noch irgendwas? Hinter der Ruine links, direkt? Also links? Und hier sind wir gekommen. Ja, genau, oder? Da sind wir gekommen. Und dahinter dir ist eine, so eine Ruine noch. Ne, nicht die andere. Du schaffst es die ganze Zeit dran vorbeizugucken. Die hier. Links, 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 da. Ist da so, auf der anderen Seite noch was von der Ruine vielleicht. Ne. Okay. Da ist das Ding. Oh,
Oh, jetzt nicht wieder hier die Jamaika-Jürgens hier. Ja, die sind aber nicht so schlimm. Nee. Du hast gerade zwei mega Ritterblatt gemacht. Ja, aber die sind nicht so nervig. Und so klein. Guck mal, warte mal, da sind noch zwei Richtungen. Links und rechts. Abgewählt aus irgendwelchen Gründen. Der ist so cool, der ist so lässig mit seinem Drift. Ja, der wirkt fast zu modern, ne? In seinen Techniken. So Mittelalterkinder sich nicht ein Skateboard bauen konnten. Mhm. Ich meine, das ist doch jetzt kein so. Du siehst eine Kutsche und sagst, ich habe jetzt hier auch eine kleine Kutsche, ja, oder so. Ja. Wenn du jetzt einen Film über das Mittelalter drehen würdest und die Kinder haben Skateboards. Halt keine richtig guten. Ja, also ein Brett einfach. Aber ja, halt so ein Brett, dann würden alle sagen, was, der ist total unzeitgemäß, aber woher weiß man denn, dass die keine Skateboards haben? Ja. Ich, Nils, ich muss dich enttäuschen, aber hier ist einfach nichts. Hier ist nichts. Warte mal. Aber also hier ist doch. Warum? Hier ist doch so ein Balkon oder so. Aber das ist, damit man von da hinten die Reifenronnies sieht. Ist das ein Hinweis, dass die da einfach so komplett gedankenabwesend dahin? Hattest du die über Platt gemacht das letzte Mal? Die Dinger? Ja, ja, ja. Echt? Hattest du die? Die erinnere ich mich gar nicht mehr. Du, bei meiner langen Liste an Heldentaten kann man manchmal auch den Überblick verlieren. Und bitte. Aber da sieht man durchs Loch so richtig noch die Burg. Aber man kann nicht hin. Nee, aber man sieht. Ja, die suchen wahrscheinlich auch den Weg, ne? Das sind auch nur Wanderer. Ach stimmt, ja, ja, die Typen. Och, jetzt nicht hier. Ja, okay, da ist ja die Balliste. Ninja Jürgen. Ja. Aber da war wirklich gar nichts bei der Balliste. Da haben wir echt geguckt. Das würde wahrscheinlich auch einfach architektonisch überhaupt keinen Sinn machen, weil wir sind jetzt ja ganz woanders. Wir sind ja auf der anderen Seite von dem. In dieser Höhle, oder? Du hast einfach keinen Bock, gegen die Ninjas zu kämpfen. Hm. 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 Ja, es kann schon sein, dass wir da wirklich einfach durch sind. Ja. Kann wirklich sein. Aber auf jeden Fall haben wir uns mal die Zeit genommen, das komplett zu erkunden. Und das ist ja auch ein gutes Gefühl. Wenn man das Gefühl hat, man hat zumindest alles getan. Ja, ich erkunde gerne, wenn ich weiß, ich habe aber noch einen Weg, wo es wirklich weitergeht. Ja. Aber wenn man wirklich einfach, ach komm. Du hast diese Typen. Ich hasse die so sehr. Du haust da diesen mega so krassen Ritter weg wie nix. Ach ja, die sind so lächerlich. Aber die Typen. Die nerven mich. Na gut. Nils, ja, ich bin ganz ehrlich, die Produktivsession, die wir den Zuschauern versprochen haben, war es nicht heute. Ja. Wir ja haben diesen einen Ritter besiegt, der uns nicht weitergebracht hat. Wir sind weiterhin verloren. Aber das ist nun mal, manchmal im Leben ist man verloren und man muss den Weg suchen und wir werden ihn auch wieder finden. Wir waren schon oft verloren. Wir haben aber noch Wege, glaube ich. Also ich meine, jetzt in diesem Gebiet, da haben wir jetzt ja wirklich bewusst gesagt, wir suchen rum. Gute Nacht. Aber ich meine, wir haben auf anderen Leuchtfeuern noch offene Pfade. Wir müssen uns nur dran erinnern. Ich weiß es nämlich nicht mehr wo, aber ich meine, es ging irgendwo noch weiter. Wir werden das rausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Lalabo Pauslin und Kirt. Tschüss, bis dann. Kirt. Ja.